Hallo und herzlich willkommen zu Gurken Gustavs Let's Play. Wir waren beim letzten Video ja fertig mit der Leon A Kampagne, deswegen werden wir jetzt die Leon B Kampagne starten, beziehungsweise die Claire B Kampagne, nicht Leon B, machen wir Claire B. Wie in den anderen Videos schon erwähnt, werden wir das Tempo ein klein bisschen anziehen. Das heißt, ich werde nur noch die Dateien nehmen, die für uns wichtig sind, die wir noch benötigen. Alle anderen Dateien werde ich links liegen lassen, die werde ich nicht mehr einsammeln, weil wir die nicht brauchen. Des Weiteren werde ich nur noch diese Sachen durchlaufen lassen, die jetzt nur für die Claire B Kampagne wichtig sind, die ganzen 10. Auch alles andere, was wir da nicht brauchen, werde ich einfach wegskippen, weil es einfach für uns nicht vonnöten ist. Ich werde im Claire B Szenario auch nicht mehr alles einsammeln, was ich finde, wie gesagt, außer die Dateien. Es kann passieren, dass ich wirklich hier und da einfach was liegen lasse. Ja. Ansonsten, wie gesagt, bleibt so wie gehabt. Wir werden uns jetzt keinen Stress machen, wir werden nur das Tempo ein klein bisschen anziehen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir hier jetzt kommen. Zum Anfang. So, wie ihr seht, wir können jetzt ein neues Spiel beginnen. Beim zweiten Durchgang. Das werden wir auch tun. Wenn ihr wissen wollt, wie gut ihr gewesen seid, könnt ihr einfach auf Ergebnisse gehen. Und da steht dann auch alles drin, wie ihr auf Standard gewesen seid, wie ihr auf Veteran gewesen seid. Da stehen auch die Zeiten drin, die ihr benötigt, wenn ihr ein S-Plus-Rang haben wollt. Zum Beispiel bei Leon. Auf Standard braucht ihr, oder müsst ihr das durchspielen, unter 3,5 Stunden. Im Veteran sogar unter 2,5 Stunden. Bei den B-Szenarien auf Standard unter 3 Stunden für einen S-Plus-Rang und auf Veteran unter 2 Stunden sogar. Wie gesagt, wenn wir da so weit sind, schaffen wir das locker unter 2 Stunden mit meiner Methode. Die ist nicht wirklich kompliziert, die sollte eigentlich jeder hinbekommen. Gut, okay, dann werde ich mal ein neues Spiel starten, und zwar für den zweiten Durchgang. Wie gesagt, wir nehmen jetzt Claire. Zack. Bleiben auf Standard. Und schauen uns die 10 an. Ja, bin fast da. Du kennst mich, ich komm klar. Ich komm zurück, sobald ich Chris finde. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Nicht schießen! Runter! Los jetzt! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, alles klar? Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. So, sehr gut. Dann können wir jetzt loslaufen. Leon, passt sicher vor mir hier. Wir bekommen übrigens nachher gleich noch eine andere Waffe. Das heißt, diese Waffe, die wir hier jetzt haben, die behalten wir nicht. Und zwar die hier. Diese SLS-60. Ich gebe euch aber den Rat, packt die nicht zu weit weg, weil wir können sie aufwerten. So, dann ist hier ein Kraut. Das nehmen wir mit. Und hier ist noch ein Kraut. Das nehmen wir auch mit. Und jetzt was ganz Besonderes.
weil wir ja auch alle Mr. Raccoon-Figuren brauchen. Hier steht die nächste Mr. Raccoon-Figur. Die steht nämlich direkt hier unterm Busch. Zack. Schnappen uns das Schneidewerkzeug. Ich cutte jetzt diese, oder ich skippe jetzt die Szene hier, die haben wir nämlich schon gesehen, die kennen wir schon, die ist bei Claire nicht anders. Beide Steuerkreuze nach, oder Steuerknüppel nach links halten, oder rechts, und loslaufen. Mist. Jetzt fahre ich ein bisschen langsam. Also das sollte jetzt nicht passieren, muss es doch passieren, ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben es jetzt nicht wirklich eilig. So, jetzt schnappen wir uns zuerst einmal diese Handgranate, die brauchen wir nämlich gleich. So, und dann werde ich mich mal hier rausnehmen. So, dann bekommen wir hier nämlich gleich eine Pistole. Wir gehen aber erst bis daran, weil wir brauchen erstmal die hier nicht und das Heilzeug brauchen wir auch nicht. Aber wir brauchen die Kanone. Die ist nämlich sehr gut. Und dann einmal die Munition. Und wir brauchen den Schlüssel, den nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir hier raus. So, den schießen wir bloß an. Laufen an denen vorbei. Schmeißen einmal die Handgranate. Und können jetzt ganz locker hier den Gang runter. Verwenden den Schlüssel. So, dann können wir hier in diese Objektings rein. Den Schlüssel können wir wegschmeißen, den brauchen wir nicht. Die Bretter hier brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir so gar nicht. Wir nehmen hier aber einmal die Munition mit. Die bitte nicht liegen lassen. Dann gibt es hier durch die Tür. Den lassen wir einfach liegen, brauchen wir nicht. Wir schnappen uns das Messer. Was wir alles werden, ist diese Datei hier. Die ist ganz wichtig, diese ausgerissene Seite. Die nimmt ihr mit, weil die zeigt uns nachher im Endeffekt an, was für ein Code in diese Statuen eingegeben werden müssen. So, dann laufen wir einfach hier rum. Schnappen uns hier die Brandgranaten. Wir schnappen uns hier das Kraut. Einmal Licht an. Das kann weg. Das auch. Und das Messer auch. So. Dann machen wir die Spinne auf. Hier haben wir jetzt Pulver drinne, was weißen Deckel hat. Liegt einfach bloß daran, dass das ist für dann, wenn ihr zwei so eine normalen oder zwei so eine hochwertigen Schießpulver zusammenmischt, bekommt ihr hier so eine Munition für eure MP raus. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, und die Sicherung nehmen wir mit. Und dann müsste der Raum einigermaßen blau sein. Jupp, das sieht gut aus. So, dann machen wir hier ein bisschen was weg. Und zwar das und das. Ihr solltet jetzt in eurem Inventar nur noch vier Sachen haben. Und zwar einmal die Pistole mit der Munition, dann den Bolzenschneider und die Sicherung. Mehr braucht ihr hier nicht. Mehr ist nicht vonnöten. Okay, diesmal haben wir nicht so viel Glück. Und wir warten, bis er wieder ein bisschen gedreht hat. So. Gehen hier raus. Gehen hier rum. Wir werden hier hinten das Ding stehen lassen, diesen das Heilspiel, das brauchen wir nicht. Das lassen wir jetzt da einfach stehen. Ich hatte ja gesagt, wir ziehen das Tempo ein klein bisschen an.
So, hier schnappen wir uns einfach nur noch die Munition, die wir hier haben. Nein, das brauchen wir auch nicht. Das können wir auch liegen lassen. So, dann kommt der Schmuck. So, anschießen, an dem vorbeilaufen. So, dann nehmen wir die Bolzenschneider. Schnappen uns hier einmal die Blendgranate, die brauchen wir, da jetzt Bosskampf. Dann das Ding hier. Es kommt ja dann raus. Das ist immer wieder sehr wunderprächtig. Wir nehmen auch das Kraut mit hier. So. Ach, treffen kann ich auch nicht. So, dann laufen wir hier rein. Nehmen das Ding noch mit und kombinieren die beiden Sachen. Dann kriegen wir nämlich Säuremunition raus, die wir brauchen später. So, zack, gehen hier durch die Tür. Und setzen hier die Sicherung rein. Jetzt gucken wir mal. Und der Raum hier ist leer, wie gesagt, hier haben wir einfach nur die Bretter liegen lassen, weil die für uns nicht vonnöten sind. So. Also hier im Foyer bitte alles töten, was da ist. Lasst hier nichts stehen oder liegen und so weiter. Irgendjemand hier? Weil wir müssen hier öfter rein. Das ist doch nachher wichtig, wenn wir... Genau, die nehmen wir auch mit. Wir brauchen. An dem PC gehen wir jetzt nicht ran. So. Sehr gut. Auffällig. So, und dann ist hier noch eine Datei. Die nehmen wir mit. Das ist das Buch, wo wir die rausgerissene Seite gefunden haben schon. Aber die Codes gibt es auch von mir. Da braucht ihr nicht unbedingt das Buch für und die Seite für, aber das ist nur dafür da, damit wir dann den einen Erfolg bekommen. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie. So, ich schlage nochmal nach. Sehr gut. Und wir schnappen uns hier gleich die erste Medaille. Und zwar ist hier der Code einmal hoch. Dann mal vorbei. Und zwar einmal Krone. Dann hier dieses Feuer und der Vogel. Mit. Dann kommen wir uns gleich hier rein. So, sehr gut. Dann gehen wir einmal. Ach ne, wir haben ja hier gar keine Kiste. Stimmt ja. Uns fehlt ja hier vorne die Kiste jetzt. So. Dann nehmen wir das hier mit. Und diese Munition. Sehr gut. Was war das? So, ab hier müssen wir ein wenig schleichen. Ja, ihr habt es gehört, der Lecker, der hängt da oben an der Decke. Hier könnt ihr wieder laufen.
Zack. Gleich hier rein. Wir nehmen wieder hier unsere Position mit. Das können wir hier liegen lassen. Brauchen wir nicht. Ist für uns unwichtig. Die Karte nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja, machen wir mal. So, und dann gehen wir hier durch diese Tür. So, schnappen uns hier das Elektrogerät. Schmeißen die Bolzen schneller weg. Und auch hier nehmen wir mit einmal Kräuter und die Blendgranate. Auch hier können wir wieder dieses Bretter hier stehen lassen. Brauchen wir nicht. Unwichtig für uns. So, dann gehen wir nach hier hinten, schnappen uns hier auch wieder die Munition. Immer wichtig, alles was an Munition da ist, immer grundsätzlich einsammeln, nicht liegen lassen. Guck mal, der redet noch. So, dann ist der da. Dann kümmern wir uns auch mal um den hier. Auch hier ganz wichtig, die müssen beseitigt werden. Vor allen Dingen nachher auch im Veteranenmodus. Ganz wichtig, dass ihr die beseitigt. Lasst die hier nicht am Leben. Weil ihr müsst nachher später auch nochmal wieder hier rein. So, wir gehen jetzt allerdings erstmal hier rein. Und holen uns hier raus einfach nur die Munition. Und zwar ist das die 109. Wie gesagt, hier holen wir uns nur die Munition, alles andere lassen wir hier, brauchen wir nicht. Na? Ist der etwa wieder aufgestanden? Tatsache. Da müssen wir mal kurz warten, ob der hier reinkommt. Mal gucken. Natürlich nicht. Ich weiß, hier liegt zwar noch eine Tasche, aber auch die werden wir nicht benötigen. Die brauchen wir einfach nicht. Den Taschenerfolg haben wir schon bekommen. So, dann werden wir diesen Smog hier hinten erstmal noch fix kalt machen. Huch. So, dann gehen wir hier rein. Auch hier nehmen wir nur das Schießpulver mit, weil wir noch Platz haben. Das wollte ich eigentlich nicht haben, ich wollte ja das haben. Jupp, haben wir noch. Dann die Munition. Und wir nehmen mit hier hinten den Tresor. Da müsstet ihr den Code erkennen. 9157. Auch hier die Dateien brauchen wir nicht mehr. Einzigste, wo wir jetzt noch rangehen, ist hier, weil hier nehmen wir jetzt noch fix für Claire ein Upgrade-Teil mit. Hier war es nett, das Passwort. Einmal auf der Seite und hier war es MRG. R und G. So. Weil hier bekommen wir nämlich für die SLS einfach mal den Schnelllader. Die bitte nachher, wenn wir bei der Kiste sind, einmal ausrüsten. Gut, okay. Dann können wir hier wieder raus.
Wie gesagt, die beiden Schmocksal lassen wir einfach in Ruhe. So. Geht mal ein bisschen. Und einmal da das Ding vor. Nimm das Kraut mit und gehen hier rein. Dann haben wir einmal hier Munition, die nehmen wir mit. Und hier haben wir noch einmal, okay, das lassen wir liegen, nehmen wir nicht mit. Gut. Hier haben wir noch die Kräuterdatei, auch die haben wir mitgenommen, können wir ganz zentrum liegen lassen, brauchen wir auch nicht. Schnappen uns hier das Rotkraut, zack. So, dann werden wir einmal wegpacken und davon werden wir den rausnehmen und den raus. Na, können wir nicht. Machen wir so. Zack, kombinieren. Und dann aber den hier noch raus. Kombinieren das einmal mit einem grünen Kraut. Packen beides hier weg. So, packen das hier weg. Holen uns mal fix die SLS hier raus. Und kombinieren das Ganze. Und packen es dann wieder weg. So, dann die Dings weg. Schießpulver weg und die beiden Blendgranaten weg, weil die brauchen wir im Moment nicht. So, ihr müsstet jetzt eigentlich nur noch im Inventar haben, weil das brauchen wir jetzt gleich auch. Einmal das Elektrogerät und den Rundgriff. So, gut. Klar. Natürlich hasse den. Ja, nee, ist klar. Ist aber verdammt schnell, der Bengel. So. Dann laufen an die beiden einfach vorbei. Die müssen nur einmal down gehen. So. Dann laufen wir ihn hoch. Schnappen uns das hier noch. Den gucken wir mal, dass wir den beiseite geräumt kriegen. So, dann gehen wir hier ran. DCM. Hier bekommen wir wieder ein wenig Munition für die MP, die wir noch bekommen werden. Dann schnappen wir uns hier den Schlüssel und wir gehen jetzt nicht durch diese Tür, sondern wir gehen jetzt wieder zurück. So. Schnappen uns hier das Rotkraut. Scheißdreck. Und jetzt haben wir keine Munition mehr. Das ist natürlich blöd. So, dann gehen wir hier rein. Noch raus.
Wir nehmen jetzt hier das Kästchen gleich mit. Das brauchen wir noch. Gehen hier ran. Zack. Damit haben wir wieder ein bisschen Platz frei. Einfach dran vorbeilaufen, ansonsten, wie gesagt, einfach töten. Wir werden jetzt einmal... Halt, nochmal in den Raum reingehen. Ein bisschen was ablegen. So, und das und das. So. Der soll uns nicht stören. So, dann laufen die Hände hin. Und machen hier die Tür auf. Zack. Laufen einmal hier hoch. Die Tür schließen wir hier nur auf, da gehen wir nicht durch, weil wir gehen jetzt erstmal hier hinten hin. Halt, und doch wieder was vergessen. Weil ich gehe jetzt nämlich unten zur Schreibmaschine und werde den Part hier so langsam beenden. Keine Schreibmaschine da. Dann gehen wir in die anderen rum. Ist auch nicht so wild. Das ist jetzt natürlich dumm gelaufen. Machen wir halt so. Gut, okay. Dann werde ich jetzt aber hier den Part beenden. So, dann nehmen wir eigentlich die Schreibmaschine ran. Zack. Gut, wie ihr seht, haben wir schon wieder ein bisschen was geschafft. Diesmal ein klein bisschen schneller. Wir haben einen Großteil wirklich stehen lassen, wie zum Beispiel hier dieses Heilkraut, das brauchten wir nicht. Hier gibt es eigentlich nochmal Schießpulver, brauchen wir auch nicht. Hier gibt es noch diese Holzbretter, auch die brauchen wir nicht. Die können wir getrost liegen lassen. Wir hatten auch einige Dateien jetzt schon liegen lassen, weil wir die schon gelesen haben. Gut, okay, dann werde ich mich recht herzlich oder möchte ich mich recht herzlich wieder bei euch bedanken fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Gruppen Gustav. Bye bye.